Woche, die Game Awards waren, die PlayStation Experience und dann sowieso noch die News der Woche. Wir haben keine Zeit. Ursprünglich sollte The Witcher 3 ja bereits dieses Jahr erscheinen. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Das Release wurde auf den Februar geschoben. Und dann haben jetzt etliche Leute wahrscheinlich gedacht, geil, ist nicht mehr lange, nur noch bis Februar müssen wir warten. Tja, Pustekuchen. Denn das Ganze wird erneut verschoben und zwar dieses Mal auf den 19. Mai, also um glatte 3 Monate. Der Entwickler CD Projekt Red sagt dazu halt, wir müssen noch viel mehr korrigieren, wir wollen alle Fehler ausmerzen. Und in einem offenen Brief haben die zum Beispiel gesagt, wenn wir das wichtigste Spiel unserer Studiogeschichte veröffentlichen, müssen wir absolut sicher sein, dass wir alles getan haben, um Bugs auf ein Maß zu begrenzen, dass es euch erlaubt, das Spiel vollständig zu genießen. Ich muss ja sagen, ich finde das tatsächlich ganz gut, denn sind wir mal ehrlich, wir nehmen doch viel lieber eine längere Wartezeit in Kauf, als dass wir ein halbfertiges Spiel kaufen müssen, oder? Fans des Hexers müssen sich also noch ein bisschen in Geduld üben. Dafür gibt's aber einen neuen Gameplay-Trailer, der bei den Game Awards gezeigt wurde und dazu auch noch eine interessante Ankündigung. Denn Geralt ist offensichtlich nicht der einzige spielbare Charakter. Es wird wohl noch einen weiteren spielbaren Charakter geben. Dazu gibt's allerdings bisher weder einen Namen noch weitere Infos. Also, wir sind gespannt. Geralt, have some dignity. You know how this will end. Ein bisschen Verwirrung gab es in den letzten Tagen um die Amiibo-Figuren, denn zunächst mal hat ein kanadischer Händler behauptet, dass bestimmte Figuren nicht mehr hergestellt würden. Da haben natürlich dann weltweit diverse Medien bei Nintendo nachgefragt und Nintendo hat dann gegenüber Kotaku als erstes bestätigt, ja, beliebte Figuren wie zum Beispiel Mario oder Link oder Donkey Kong, die werden auch weiterhin produziert, aber bei nicht so gefragten Charakteren ist es eben so, dass erstmal nach dieser ersten produzierten Charge zum Launch Schluss ist. Im Einzelnen betrifft es wohl vor allem Marth, den Villager und die Wii Fit Trainerin. Die sind zum Teil auch schon ausverkauft, zum Beispiel in England beim offiziellen Nintendo Store sind diese Figuren nicht mehr da und auch in Deutschland sind sicherlich schon einige Händler betroffen, die sie eben nicht mehr in den Läden haben. Das heißt also, wenn ihr wirklich alle Figuren haben wollt und sagt, ich muss die komplette Amiibo-Riege sammeln, dann würde ich euch empfehlen, jetzt schnell zuzuschlagen, bevor die alle vergriffen sind und dann ist die Heulerei nämlich wieder groß. Früher richtete Spike TV die Video Games Awards aus, jetzt heißt das Ganze nur noch The Game Awards. Die wurden letztes Wochenende in Las Vegas verliehen und da ist so viel Neues und so viel Geiles präsentiert worden. Das Wichtigste schauen wir uns jetzt mal im Schnelldurchlauf an. Kiefer Sutherland, der ja bekanntlich Snake spricht, war persönlich da, um Hideo Kojima anzukündigen. Der wiederum hat dann Tom Sekine angekündigt. Das ist der Chef vom neu gegründeten Kojima Studio in Los Angeles. Und der hat dann nach einigen weiteren Palaver-Minuten endlich Metal Gear Online gezeigt. Das ist bekanntlich der Mehrspielermodus zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Gezeigt wurde unter anderem, dass man seinen Charakter anpassen kann, dass man mit einem Fernglas Gegner markieren kann und dass man Gegner mit beknackten Gadgets wie mit einem süßen Hündchen auch ablenken kann. Entgegen erster Vermutung wird Metal Gear Online übrigens keine weiteren Kosten verursachen und das Ganze erscheint samt Phantom Pain 2015 für PC, PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360. Das war fast das größte Highlight. Shigeru Miyamoto und Eiji Aonuma haben Gameplay von Zelda Wii U gezeigt. Leider nicht im Vollbild, aber trotzdem sah das Ganze höchst beeindruckend aus. Zum Beispiel hat Aonuma einen Wegpunkt am Horizont markiert und dabei so ganz nebenbei gezeigt, dass die Welt wirklich echt ziemlich riesig ist. Außerdem konnte man sehen und es wurde auch erklärt, dass das Pferd Epona eben nicht gegen Bäume rennt, weil Pferde das normalerweise eben auch in der Natur nicht tun, sondern dass man sozusagen auch auf Autopilot schalten kann und dann hat man praktischerweise die Hände frei zum Kämpfen. Das sah auch cool aus, wenn man nämlich vom Pferd abspringt im Kampf, dann versetzt man sich sozusagen in eine Art Zeitlupe und kann den Gegner in aller Ruhe abschießen.
Und zum Schluss des Videos hat sich Miyamoto tatsächlich noch eine sehr interessante Info zum Release von Star Fox entlocken lassen. By the way, Mr. Miyamoto, how about your Star Fox title? What? Star Fox? You're asking me that now? No worries about Star Fox. Oh, that's good news. Star Fox will arrive before The Legend of Zelda next year. Ebenfalls im Rahmen der Game Awards wurde ein neues Video zu Until Dawn gezeigt und das zeigt Hayden Panettiere. Die kennt ihr wahrscheinlich am ehesten als Cheerleader aus Heroes oder eben auch als Verlobte von Wladimir Klitschko. Until Dawn ist natürlich ein Horrorspiel, das exklusiv für die PlayStation 4 erscheint. Entwickelt wird es von Supermassive Games und läuft auf der weiterentwickelten Engine von Killzone 4. Man spielt dabei mehrere Charaktere, nämlich Teenager, die einem wahnsinnigen Killer in einer Berghütte zum Opfer fallen. Wie originell. Das altehrwürdige und reaktivierte Studio Sierra bringt einen absoluten Klassiker zurück, nämlich King's Quest. 1984 kam der erste von insgesamt 8 Teilen und natürlich haben die Spiele damals das Adventure-Genre entscheidend mitgeprägt. Das neue Video zum neuen Spiel zeigt, die märchenhafte Thematik wird ebenso beibehalten wie der Held, der ganz offensichtlich derselbe ist, und Activision publisht das Ganze, nämlich im Herbst 2015 für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und natürlich auch für den PC. Once upon an astounding time. Auch das wurde neu vorgestellt, Human Element. Dahinter steckt Robert Bowling, der war früher bei Infinity Ward und ist nun Gründer des Studios Robotoki. Das Ganze ist ein postapokalyptisches Action-Game mit viel Ballerei, Zombies und allerlei Fahrzeugen in einer Wüstenlandschaft. Human Element läuft auf der CryEngine und obwohl das, was wir hier sehen, wohl kaum echtes Gameplay ist, sieht das Ganze doch ziemlich interessant aus. Erscheinen soll das Ganze für den PC im Herbst 2015. Es kommt wohl auch für PlayStation 4 und Xbox One. Dazu gibt es aber noch keine Details, was den Termin angeht. Es war, wie gesagt, eine ganze Menge los in der letzten Woche, so auch in Las Vegas am Samstag und Sonntag, denn da wurde die PlayStation Experience abgehalten, ein zweitägiges Sony-Event, und auch da gab es jede Menge Neuigkeiten und einige frische Videos. Das absolute Highlight dabei waren 15 Minuten Gameplay zu Uncharted 4 und das sah mal richtig, richtig geil aus. Und das, obwohl die Entwicklung dann wohl noch nicht so weit fortgeschritten ist, denn Eric Monacelli von Naughty Dog sagt, obwohl wir noch im Pre-Alpha-Stadium sind, ist alles, was ihr seht, in-game und läuft in Echtzeit bei 1080p und stabilen 30 Bildern pro Sekunde. Und wir haben noch einige Zeit zum Optimieren, um unsere Technik so zu verfeinern, dass dies das beste Uncharted-Spiel aller Zeiten wird. Ich finde ja vor allem, die Kletteranimationen sehen mal so richtig geil aus, aber natürlich müssen sich auch die Action-Passagen überhaupt nicht verstecken. Das macht also definitiv Bock auf Uncharted 4 und das erscheint irgendwann nächstes Jahr natürlich exklusiv für die PlayStation 4. Final Fantasy 7 für PlayStation 4? Wurden etwa die Wünsche der Fans erfüllt? Nein, zu früh gefreut, denn Square Enix hat leider nur eine Portierung angekündigt, und zwar die der schon existierenden PC-Version, also die, die auf Steam erhältlich ist. Es ist natürlich doof, denn Square Enix hat eigentlich schon seit längerer Zeit immer wieder laut darüber nachgedacht, dass man ja ein Remake machen könnte und dass sie wüssten, dass die Fans sowas gerne sehen wollten. Dass das jetzt hier nur wieder eine weitere Portierung ist, ist tatsächlich etlichen Leuten ganz übel aufgestoßen. Große Enttäuschung also unter den Fans, die sich wirklich mehr erhofft hatten. Schade, 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 Square. Die Welt erobern! Großen Jubel hingegen hat die Ankündigung ausgelöst, dass Day of the Tentacle neu aufgelegt wird, und zwar für PlayStation 4, PlayStation Vita und auch für PC, Linux und Mac. Tim Schäfer hat dabei versprochen, dass die alte Grafik letztendlich nur ein bisschen aufpoliert wird, also der 2D-Look bleibt erhalten, kein 3D-Remaster, und das dürfte die Fans des Klassikers ganz sicher freuen.
Ein Release-Datum dafür gibt's nicht, dafür aber hat jetzt Grim Fandango endlich einen Termin, denn auch das ist ja überarbeitet worden in den letzten Monaten und die Version dieses Klassikers kommt schon am 27. Januar ebenfalls für PlayStation 4, Vita und PC, Linux und Mac. Im Vorfeld zur PlayStation Experience, da hatten wir auch drüber berichtet, wurde ein neues Spiel vom God of War-Macher David Jeff angeteased. Da hatten die meisten natürlich anhand des Trailers vermutet, dass das Ganze ein Horrorspiel wird. Jetzt aber ist bekannt, das Ganze heißt Drawn to Death und es ist ein spaßiger Mehrspieler-Shooter. Drawn to Death ist im Look von Schulbuch-Kritzeleien gehalten. Darüber hinaus gibt es allerdings noch nicht wirklich viele Infos, auch kein Release-Termin. Aber ihr dürft natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn davon haltet. Und das war die Nachricht der letzten Tage für alle Prügelfans. Street Fighter 5 ist angekündigt worden. Allerdings gibt's da direkt auch die erste Enttäuschung, nämlich für alle Xbox-Fans, denn das Spiel wird nur für PlayStation 4 und PC kommen, wobei die Spieler dieser beiden Plattformen aber tatsächlich sich gegenseitig auf die Schnauze hauen können, also Cross-Platform-Play. Wer jetzt hofft, dass die Xbox One-Version vielleicht später folgt, der wird garantiert nochmal enttäuscht, denn Adam Boyce von Sony sagte, die PlayStation 4 ist die einzige Konsole, auf der dieses Spiel jemals erscheinen wird. Tja, die Welt ist um eine Legende ärmer und ohne ihn hier würde ich heute hier vielleicht nicht sitzen und wir alle nicht Videospiele als unser liebstes Hobby haben. Ralf Bär hat nämlich tatsächlich die allererste Heimkonsole erfunden. Kennt ihr wahrscheinlich, Magnavox Odyssey hat er das Ganze genannt. Eines der ersten Spiele war Ping Pong. Das hat dann zufälligerweise Nolan Bushnell von Atari entdeckt, hat das Ganze ganz dreist kopiert und unter dem Namen Pong bekannt gemacht. Es gab dann noch einen Rechtsstreit und dann hat eben die Firma, wo Ralf Bär angestellt war, $700.000 für die Patent und damit die Rechte erhalten, dass Atari Pong weiter verbreiten kann. Das haben die natürlich auch schon sehr erfolgreich gemacht mit ihren Automaten. Aber der Siegeszug der Videospiele war tatsächlich begonnen. Und Ralf Bär, der hat nicht nur Videospiele erfunden, der hat auch einige andere Sachen ertüftelt. Zum Beispiel kennt ihr das hier wahrscheinlich auch, Simon oder auch Senso. Das hat er ebenfalls sich ausgedacht. Ich habe ihn zuletzt 2009 war das, glaube ich, auf den Lara Awards in München gesehen. Da hat er auch einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Ist wirklich ein wahnsinnig toller Mensch gewesen. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass er jetzt im wohlverdient hohen Alter von 92 Jahren gestorben ist. Ich verneige mich vor dieser Legende der Videospielgeschichte und sage danke, Ralf Bär. Hi! Und zum Schluss noch eine kleine Meldung zu Tekken 7, denn da wurde ein neuer Charakter namens Lucky Chloe angekündigt. Das Blondchen mit den Katzenohren hat allerdings für jede Menge Lästereien im amerikanischen NeoGAF-Forum gesorgt. Daraufhin hat dann Tekken-Chef Harada sich eine üble Kommentarschlammschlacht auf Twitter mit solchen Leuten geliefert, war ziemlich beleidigt, dass seine Schöpfung offensichtlich nicht so gut ankommt bei Amerikanern und hat dann gesagt, ja, die wird halt auch eh nur in Japan und in Europa verfügbar sein und für euch Amerikaner haben wir noch andere Charaktere, zum Beispiel einen muskelbepackten Skinhead. Tja, ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu Chloe sagt und wie ihr das Verhalten der amerikanischen Fans oder eben Nicht-Fans findet. Next time. Bye. Fertig, das waren die News für diese Woche. Da hätten wir im Prinzip 3 Ausgaben draus machen können, so viele waren das. Aber ihr seid natürlich noch lange nicht am Ende. Wir haben noch so viel mehr Videos bei uns auf dem Kanal. Zum Beispiel am Mittwoch gelauncht das neue Video mit den 10 besten Spielen zur Wii U. Wir hatten ja in den letzten Wochen schon die PS4 und die Xbox One und jetzt folgt natürlich Nintendos Konsole. Wenn ihr darauf klickt, dann kommt ihr natürlich auch zu den anderen beiden Videos, falls ihr die bisher noch nicht gesehen habt. So, und dann gibt es natürlich auch weiterhin noch News mit dem Colin von letzter Woche. Und auf unserem Kanal findet ihr sicherlich noch das eine oder andere Video, was ihr nicht entdeckt habt. Deshalb rate ich euch, setzt ein Abonnement und gebt uns gerne auch einen Daumen hoch.